Hallihallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Living off the land haben wir wieder. Es ist ja Dienstag. Fruit trees, genau. They take an entire season to grow, so plan ahead. If the area directly surrounding your new tree isn't clear, it will interfere with growth. Once your fruit tree is mature, it'll produce delicious fruit for you every day while in season. Better start saving up. Genau das war's, was ich nicht genau wusste, ob die denn jetzt täglich die Früchte geben oder eben nicht. So, und jetzt bin ich mir... Jetzt mache ich die aber nicht mehr dahin. Jetzt will ich die woanders hin haben. So, jetzt nehmen wir den Baum mal mit. Ich weiß nicht, wo ich sie hinbauen soll. Sag mal, das leckt ja schon wieder. Was ist das? Ich hab den... Ich... Also... Wie das letzte Mal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Was der jetzt gerade hat. Der ist von 50 auf einmal auf... Oder auch von 60 auf einmal auf 30 FPS runter. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht darf ich den nicht im Vollbild spielen. Aber das war noch die ganze Zeit nicht. Ich muss mal gucken, was das ist. Das kann ja irgendwie nicht sein. Vielleicht liegt das am Wetter. Na, müssen wir mal gucken. So, aber... Entgegen meiner Hoffnung, dass wir jetzt unser Pferdchen bekommen, wir brauchen zuckerige 5 Eisenbarren. Habe ich nämlich hier seht. Hab nochmal ins Wiki geguckt, bevor ich jetzt die Aufnahme angenommen habe. Bevor ich die Aufnahme jetzt angemacht habe. Und da müssen wir nochmal in die Mine. Ich weiß, den ein oder anderen wird das vielleicht jetzt ein bisschen abkotzen. Aber ich möchte dieses verkackte Pferd haben. So, der Frühling ist fast das. Also ich verstehe nicht, warum das jetzt so leckt. Verstehe ich echt nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee mit so... Oh, das ganze Holz. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe eine Idee bezüglich des... der Bäumchen. Aber wie ist das denn jetzt? Also die gehen gar nicht. Also ist das bei den normalen Bäumen auch so? Dass Platz sein muss. Hä? Habe ich kein... Tatsache. Nichts bekommen. Bin mir jetzt natürlich auch nicht so sicher, ob wir... Das nervt mich gerade tierisch. Entschuldigung. Ist gerade echt Banane. Aber sowas von Banane. So, das kommt weg. Es wäre ja... Was soll das? Ich meine ganz im Ernst. Ach, die Dinger kann man nicht kaputt machen. Okay, gut. Dann... Da, da. Das würde gehen. Aber... Achso, ja. So, so, das kommt weg. Da kommt... Ein bisschen was brauche ich ja. Aber dann kann ich das ganze Zeug wieder wegpacken. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. So. Die Slingshot kann auch weg. Die brauchen wir dann auch nicht. Gehen wir aber hier oben rum. Oder wieder hier oben rum.
Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt genug Eisen zusammenbekommen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Vielleicht sollte ich einfach die ganze Zeit nur die Ebene 40 hier gehen. Geh weg. Ich guck mal, was passiert, wenn ich jetzt Mine verlassen. Und Ebene 40. Na gut, ist nicht immer der Fall. Ich glaube, das kann ich mal machen, wenn ich dann sage, okay, pass auf, ich mache einen Farmtag. Weil es ist ja offensichtlich gerade so, dass das... Was sind das denn jetzt hier wieder schon wieder für Mücken? Was ist das denn? Ist klar. Wie wär's mal, wenn wir mal rauskommen? Danke fürs Gespräch. Also ich glaube, ich brauche echt dringendst eine neue Waffe. So das Gefühl, dass ich nicht nur eine neue Waffe, sondern auch noch eine neue Rüstung brauche. Ey, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht eine halbe Stunde hier auf dem einen Mob rumkloppen. Was ist das denn? Okay, wenigstens. Also ab 40 gibt's jetzt lecker. Hier ist so eine Mücke, die nervt mich gerade tierisch. Lecker Eisen, wollte ich sagen. Was ist das denn? Ist das Kupfer? Also mit dem weißen Boden sieht das ja ganz anders aus. Iron Edge, was ist das denn? A Heavy Broadsword, minus 4 bis 8, 12 bis 25. Das ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Dem Ding gerade zweimal Schaden gemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Die FPS droppen auf einmal. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade ist. Gleich wieder raus, würde ich mal sagen. Ja, ich habe ja ganz vergessen, ich kann ja auch blocken. So, aber wie passend. Gehen wir jetzt wieder hoch. Frozen Tear. Gunther can tell you more. Wie gut, dass wir zwei davon haben.
So, Steel Small Sword. Energie haben wir nicht ganz so viel, aber den Baum nehmen wir trotzdem mit. 10 Fledermausflügel, war da nicht irgendwas? Mit 10 Fledermausflügeln? Lass mal gucken. Boiler Room, das war das doch. Adventurers Bundle, genau. 10 Fledermausflügel. Würde ich sagen, geben wir die kleine ab. 12 Eisen, das sind 2 Barren. 2 Barren haben wir, 4, das heißt, 1 Barren fehlt uns noch. Aber ich vermute mal ganz stark. Ich verstehe das nicht, ich laufe schräg. Vielleicht hat das irgendwie mit Schräglaufen. Wenn ich schräg laufe, dann habe ich diesen Stutter. Wo dann die FPS ganz... Nee, jetzt war es auch ganz kurz. Das FPS um 10 Punkte gefallen. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Also... Ich verstehe das jetzt echt nicht. So, da brauchen wir nur 2. Das bedeutet, den Schleim können wir, glaube ich, auch abgeben. 7.20 Uhr. Vielleicht kann ich doch noch was kaufen. Wenn ich jetzt nicht falsch rumlaufe. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Natürlich nicht, weißt du, darf damit wahr sein. Und dieses Gelege geht mir so auf den Sack. Was ist das? Ich habe einen PC neu gestartet, ich hab... Also, das kann doch jetzt nicht sein. Ist ein bisschen nervig. Frozen Tier. So, weg. Weg, weg. Einen brauchen wir noch. Weg, weg. 69, also haben wir nicht. Na gut. Dann war es das jetzt. 25, 26. Dann haben wir Foraging. Foraging, Mountains. So, dann müssen wir natürlich wieder unseres Hardwood. Hm? Es wird nicht besser mit dem Deutsch. Ich glaube, ich soll nochmal zur Schule gehen. Oh Gott. Unser Hardwood mitnehmen. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht vielleicht so eine Art Baumfarm machen sollte. An so einer Ecke. Das sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Schön, wenn ich wenigstens so eine gewisse Grundstruktur hätte. Das Problem bei den Problem bei den Bäumen ist nämlich folgendes. Die überlappen sich ja gegenseitig. Und wenn man nicht gerade an einem Baum unten dran steht oder unten drunter steht, in dieser Form, damit er weg ist, und dann sieht man ja nicht, ob da hinten dran noch ein... Ach, da ist das Eisen fertig. Noch etwas fertig ist zum Ernten. Und ich habe mich bereits belesen, es ist nämlich folgendermaßen,
Unsere Frau, zukünftige, die wird zwar sich um die Tiere kümmern und eventuell auch alle Tiere füttern. Nee, Quatsch. Das ganze Feld bewässern. Unter Umständen stand dabei. Aber sie wird nicht ernten. Vier. Hardwood. Was kann ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich denn? Was kann ich denn? Eigentlich ein Haufen. Aber in dem Falle nichts Passendes. 58 Freitag. Ich hab schon. Hab ich schon. Ja. Kann ich einfach nur vorbeigehen. Die letzten drei kaufen. Damit ich fünf voll habe. Und dann nach oben zu Robin gehen und mir das Pferd oder den Stall bauen lassen. Pferd inklusive. Es regt mich gerade extrem auf, dass ich hier diesen Mikrostutter habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das wegmachen soll. 3, so, 5. So, da wir gerade hier sind, gehen wir mal nochmal zum Strand. Waren wir schon lange nicht mehr. Na, guck an. Da liegen eine Oyster. Oh, halt, 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 halt. Gold, geil. Das ist ja jetzt, ja. Nicht ganz so unangenehm. So, die Oh, das ist schon wieder was. Noch ein Büchelchen. Found a lost bog. Hätte ich nur eine Zwille. Wobei, die hab ich ja, aber so, 18 Minuten sind wir, das heißt, bald ist es schon wieder vorbei. War so klar. So, nehmen wir den raus. Hardwood kommt weg, das Holz kommt mit. Zack, zack. Der Rest kommt weg. Dann pausiere ich mal ganz kurz, während wir warten. So, und jetzt sind wir schon bei Robin. Ich habe mir es erlaubt, vorzugehen. Und wir haben jetzt den Stable. Und den können wir jetzt bauen. So, das ist jetzt folgendermaßen. Wir haben hier den Pattern. Das Ding halt eben. Und das zeigt uns an, wo wir bauen können, wie wir bauen können, etc. pp. So, das ist folgendermaßen. Vorher war es immer so gewesen, dass man. Wir sehen es jetzt hier, da können wir drauf bauen. Vorher war es immer so gewesen, dass wir nicht sehen konnten, beziehungsweise wenn wir etwas gesetzt haben, du sollst da und da hingehen, dann war das eben so. Konnte man jetzt dann nicht mehr ändern. In diesem Falle kann man das ändern.
Was ich sehr gut. Oh, das ist gut. Da ist ja noch ein Stück Lauch. Was folgendermaßen bedeutet, wir setzen einfach mal das Pferd. Setzen wir es hier hin? So, am Eingang. Weiß ich nicht, sieht das was aus? Die Dinger kann man leider nicht wegmachen, sonst hätte ich es hier oben in die Ecke gesetzt. Ja, vielleicht dahin. Dahin oder dahin? Könnte ich hier. Das sieht wahrscheinlich nichts aus. Könnte ich dahinter noch. Ja, machen wir es mal dahin. Schadet nicht. Gucken wir mal, wie es aussieht. Im Zweifel können wir es ja immer noch versetzen. Das ist in dem Falle das Gute. Brauchen wir irgendwas? Nee. Ich könnte noch. Warte mal, zählt das vielleicht dafür? Ich glaube, das zählt dafür. 8, 11, genau. Da ist er nämlich 3 wert. Ja. So, dann haben wir nämlich wieder 3000. Also, wenn wir dieses Forester nehmen, dann zählt das nicht, wie ich jetzt vorher gedacht habe, für den Verkauf in der Box, wohl offensichtlich, sondern für den Verkauf an Robin. Aber wir können das. Ich teste das mal, indem ich jetzt einfach. So. Eins da reinlege. Ein normales Holzstück. Das bringt uns 2. Normalerweise, wenn wir es verkaufen. Und jetzt müsste es dann summa summarum 3 geben. So. Wood. 3G. Tatsache. Also generell. Ist egal, wo wir es verkaufen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Warum das jetzt aber als 2 immer noch drin steht, weiß ich nicht. Naja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dann. Wünsche ich euch was. Ciao, ciao.